Moin zusammen und herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Projekt. Ich habe mir nämlich vorgenommen, 100 Tage Supermarkt-Simulator zu spielen, also 100 Ingame-Tage, und zu gucken, dass ich meinen Supermarkt so effizient wie nur möglich aufbaue. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein. Also, Freunde, auf geht's. Hier haben wir unseren wunderbaren kleinen Supermarkt. Ich weiß schon, wie alles funktioniert. Ich habe schon so ein bisschen reingedaddelt, deswegen kenne ich mich schon was aus. Und deswegen machen wir jetzt direkt als allererstes einmal einen schön ordentlichen Einkauf. Und gucken, dass wir ein bisschen was hier an den Start bringen. Und ich würde sagen, wir gehen eher auf Warenvielfalt. Deswegen hole ich jetzt eher erstmal die etwas günstigeren Lebensmittel. Und davon holen wir immer direkt zwei, sofern das möglich ist. Ja, das kaufen wir. So, dann haben wir die Ware hier nämlich. Und dann können wir die nehmen und können die hier in unsere Regale packen zum Verkauf. Und wenn dann gleich die Kunden kommen, sobald ich den Laden öffne, können die dann dort Ware kaufen. Und da müssen wir dann noch natürlich gucken, dass wir den Preis auch richtig einstellen hier, ne? Da seht ihr das auch schon. Zack, wird das alles schön ins Regal geräumt. So, da haben wir dann das nächste. Und dann können wir nämlich hier auf dem Schild den Preis einstellen. Dann machen wir jetzt 4,83. Dann haben wir hier die Nudeln. Die stellen wir auf 3,12. Und dann haben wir hier noch Mehl. Da machen wir auf 3,71. Zack, passt die ganze Kiste hier. So. Und dann öffnen wir unseren Laden. Und dann können auch schon die ersten Kunden jetzt hier angewackelt kommen. Da kommt schon die erste Dame, die was kaufen will. Mal ganz kurz warten. So, zack. Einmal drüber. So, die will Rückgeld. 29 Cent. Bitteschön, die Dame. Einen schönen Tag noch. Und da kommt schon die nächste Person. Da werden Nudeln gekauft. Zack, drüber gezogen. Kreditkarte gezückt. 3,12. Bitteschön. So, und jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken, dass wir uns langsam aber sicher hocharbeiten. Auf mehr Vielfalt und alles. Da. Zack, 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 zack. So, dann ziehen wir das hier auch direkt drüber. Junge, Junge, ey, das geht ja schon wieder gut los. Da kommt hier wieder einer und will 93 Dollar Wechselgeld haben. Also wirklich. Ja, der Markt lässt sich vergrößern. Wir können unfassbar krass expandieren. Das wird alles noch kommen, keine Sorge. Ich glaube, wir werden in 100 Ingame-Tagen schon recht weit kommen in dem Game. Wir müssen natürlich immer wieder Ausschau halten, ne? Ob wir hier Ware nachbestücken können. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt direkt die nächste Ware ein. Oder nee, wir warten noch ein bisschen. Wir lassen noch ein paar Kunden kommen, damit ich ein bisschen mehr Geld reinkriege. Weil jetzt am Anfang kickt das ein bisschen rein, immer wieder Ware nachzukaufen, so Kleinigkeiten. Weil das kostet immer 2 Dollar Lieferung. So. Zack. Passt. So. Ja. Dann bestellen wir das jetzt direkt nach. So, da haben wir die nächste Ware. Da haben wir jetzt nämlich Öl. So, und dann gibt es hier auch noch Brot. Das können wir auch schon mal verräumen. Was wichtig ist, immer direkt den Preis einstellen. Sonst snacken die sich das für umsonst gefühlt. So, zack. Wie viel kostet der Simulator? 13 Euro, El Presidente. Moin erstmal. Moin Dominik, wie geht's dir? Gut soweit? Und selbst? So, 3,12 macht das der Herr. Dankeschön. Oh, ja. 8,79, bitteschön, danke. Da kommt schon wieder eine Dame.
1,29. Easy going. Oh! Ich habe ihr 4 Cent zu wenig gegeben. Sie hat's aber genommen. Danke fürs Trinkgeld. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, der Dame. Ich habe sie einfach betrogen. Ich habe ihr 4 Cent abgezogen. Beim Wechselgeld. Naja, kann ja auch mal passieren, dass man ein bisschen zu wenig Wechselgeld rausgibt, ne? Oh. Ja, Geld zurücknehmen. Okay, zack. So. Geil, man kann die abziehen. Ja, ich habe 4 Cent vergessen. Ich habe einfach 4 Cent behalten von der Dame. Moin Nathan, schön, dass du da bist. Hast du neu angefangen? Ja, mein 100-Tage-Projekt läuft jetzt. Wir werden jetzt 100 Tage, also Ingame-Tage, in dem Spiel verbringen und gucken, wie weit ich komme. Ich will mir ein ultimatives Supermarkt-Imperium aufbauen. $9,33, bitteschön, der Herr, danke. Submeer, moin. Oh, da kommt er. Er ist auf jeden Fall ein Klopapierkäufer, das weiß ich. Der holt immer ordentlich. Der Redshirt Guy. Der ist immer fleißig am Kaufen. Zack, dankeschön. 76 zurück. So, dann holen wir jetzt noch Müsli. Wie sieht's hier aus? Nudeln. Ah, okay, Nudeln können wir nochmal nachkaufen. Mehl kann ich, glaube ich, auch schon mal nachkaufen. Brot holen wir auch schon mal. Zack, können wir schon mal alles holen. Dann machen wir schon mal Licht an. Wird jetzt langsam dunkel. So, dann verräumen wir das hier. Wunderbar. Ja, einen Augenblick die Dame. Ich verräume noch eben. Dann kann ich kurz kassieren. So, dann stellen wir hier noch den Preis ein. Jetzt schmeißen wir weg. So, bitteschön. 6,24. Zack. Da kommt jetzt nochmal ein guter Schwung an People am Start hier, die kaufen wollen. 12,25. Passt perfekt. So. Vier. 76. Bitteschön, der Herr. Der Redshirt-Typ sieht aus wie ein Rocker. Der hat immer viel und dünnen Stuhl vom Jackie Cola trinken. Ey, ich trinke auch Cola gerade hier. Also so eine Gemischte. Dankeschön für die Rose, Dominik. Liebe geht raus. Ich habe hier übelst den Späti am Start. Ich bin hier richtig am Durchstarten. In meinem Supermarkt. Der ist auch gut am Anlaufen. Und danke für die Likes, Leute, ne? Hier, Dominik. Hat hier schon fleißig reingeliked. Bei Tina gehe ich jetzt einfach auch mal davon aus, ne? Deswegen auch schon mal ein Dankeschön an dich, Tina. Vielen Dank für den Support, Leute. Wir haben 9 Uhr. Ja? Okay, letzter Kunde oder was?
So, 7,42, bezahlt. Ja, da machen wir den Laden zu. Feierabend für heute. So, wir haben unseren Tag abgeschlossen, den ersten. Zufriedene Kunden, 23 Stück. Wir haben gut Geld gemacht. Jetzt ist der nächste Tag und ab heute geht's los, dass wir auch Rechnungen haben, die täglich bezahlt werden wollen. Ja, da gehen wir hier in die Verwaltung. Hier kommen dann die Rechnungen rein. Aber das passt erstmal, da haben wir jetzt nichts. Deshalb gehen wir jetzt hin und kaufen erstmal noch Ware nach, um wieder unser Regal aufzustocken. Oh, da habe ich etwas zu wenig. Ja, da müssen wir einen Puderzucker weniger kaufen, dann passt das. Dann räumen wir den erstmal ein. So, dann haben wir hier nochmal Müsli. Ich habe gar nicht drauf geachtet, auf die Preisentwicklung. Hat da irgendwer was mitbekommen? Mylos, dankeschön für den Prime. Liebe geht raus. Danke für den Support. Moin Madness. 4,50. 4,83. 3,12. 3,71. 3,96. 5,98. Let's go. Möge der nächste Arbeitstag beginnen. Mehl können wir schon mal reinpacken. Brot, Nudeln und Zucker. $40 muss ich zusammenkriegen. Und Öl kann ich auch nochmal einen Karton holen. So wie ich versprochen habe. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's bestens. Danke, danke. Auch danke an Tina. Mir geht's bestens. Ich hoffe, euch auch. Das wird später noch so knallen, da wird richtig die Post abgehen hier in dem Laden. Wartet ab. Wir sind ja jetzt gerade mal hier an Tag 2, Leute, ja? Also, so ein Geschäft, ne? Das muss sich ja erstmal entwickeln. Pandadog, moin. $0,02. Zack, zurück. So, da wird jetzt fleißig gekauft. 9,66. 7,78 zurück. Bitteschön, die Dame. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Okay, ich schicke meine Bestellung ab. Kann ich noch nicht, okay. Müssen wir doch noch ein bisschen warten. Da müssen wir gleich nachbestellen. Das ist keine Demo. Das ist ein Early Access, aber es gibt schon einiges an Content. Na, okay, der holt sich schön zwei Öl. Ja, ich kann kaufen. Nee, Mist. Lieferung 4. Ach, die wird immer teurer auch, je mehr ich hole. Dann kann ich ja auch in kleineren Volumen bestellen. So, 10. 48. Passt. So, dann wird jetzt direkt nachbestückt, die Ware. Kann in Müll. Oh, Zucker ist schon gut aufgestockt wieder. Den stellen wir mal hier hinten in die Ecke. Oh, da kommen die nächsten Kunden. Bin sofort da. Brot haben wir auch noch. Mehl. So. 15,24. Bitteschön. Passend gezahlt, sehr schön. Das sind mir die liebsten Kunden. Die, die immer passend zahlen. Weil die hast du schnell gemacht. Das hier sind die Kunden, die ich hasse. Haben Sie gehört? Ich hasse sie.
So, verzieh dich, komm nie wieder. So, dann gucken wir mal wegen unseren Rechnungen. Okay, da sind noch keine. Sehr schön. Dann habe ich noch den Tag ein bisschen Ruhe davor. Oh, Mehlkarton ist leer. Zucker? Mist. 6,24. Bitteschön. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ich hasse Sie. Ja, so ungefähr. Blueblade, moin erstmal. Schön, dass du da bist. Perfekt gezahlt. Dankeschön, der Herr. So. Zucker haben wir auch nochmal aufgefüllt. ₹1,60 zurück. 11,07 Dollar. Jetzt haben wir schon unseren ersten Huni zusammen. Sehr schön. Und die Regale sind auch schon gut bestückt mit Ware, ne? Muss man sagen. Also mein Ziel ist es jetzt, es gibt hier Lizenzen, damit holen wir neue Ware. Als nächstes möchte ich nämlich auf diese Lizenz. Die kostet $400. Da kriegen wir dann aber Erdnussbutter und so ein Kram auch rein. Und je mehr Produktvielfalt wir anbieten, umso mehr werden wir dann auch verdienen mit der Zeit. Deswegen müssen wir gucken, dass wir da auf jeden Fall auf eine höhere Vielfalt kommen. Luga, moin, alles gut? Ich hoffe ja. Und danke schon an die ganzen Leute hier auf TikTok, ne, die ganze Zeit hier fleißig am reinliken sind. Danke für euren Support, Leute. Na klar, alles top. Sehr schön. Moin, Matze. €90 will er zurück. So, 18,20. Es gibt ja auch Leute, die an die Kasse kommen und einen Wert 7 Euro zahlen müssen und der Kunde kommt mit nur 1, 2, 5 Cent Stücken an. Da rasten die Kassierer innerlich immer aus. Ich weiß gar nicht, ob die Kassierer das annehmen müssen. Wenn du damit so viel Kleingeld kommst. Ich streame auch auf Twitch, ja. So, 9 Uhr, letzter Kunde hier noch. So, 42 Cent. Okay, damit ist der nächste Tag rum, Leute. $193 haben wir in der Kasse. Insgesamt haben wir heute $111 Profit gemacht. Wir starten mit dem nächsten Tag, Tag 3. So, und das Erste, was wir immer zu Tagesbeginn machen, ist, wir bezahlen unsere Rechnung, ja? So, dann gucken wir bei unserer Ware. Ich weiß nicht, haben sich jetzt die Preise hier verändert? Da müssen wir immer drauf achten, ob die Preise sich verändert haben. Aber das sieht alles noch gut aus. Alright, alright.
Dann holen wir jetzt erstmal noch Nudeln und Öl nach. Ich würde sagen, damit ich auch weniger Stress habe, kaufe ich direkt auch schon mal Mehl, Zucker, Müsli und Brot nach. Alle 6 Artikel einmal. So, und dann füllen wir das Regal wieder auf. Dann haben wir nämlich wieder hier schön alles parat. Und selbst wenn die gleich hier viel kaufen sollten, habe ich hier hinten schon mal zur Not die Kartons stehen und kann jederzeit nochmal nachbestücken. So. Nudeln. Da haben wir noch eins drinne. Und dann starten wir mit dem Tag. Let's go. Schattenwolf, 2, moin. Grüß dich, alles fit bei dir? Ja, Archie, moin erstmal. Habe ich an deiner Redereaktion erkannt. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu erkennen, dass ich auf Twitch streame, weil wenn ich hier mit Leuten die ganze Zeit rede und hier in TikTok niemand was schreibt, dann muss ja klar sein, dass ich einen anderen Chat offen habe. Forsaken Liquid, moin! Alles gut? Silas, moin, alles gut bei dir? Dankeschön für deinen Follow. Liebe geht raus, moin Hans. Ich hoffe, euch geht's gut. Und nochmal großes Dankeschön an die Leute hier auf TikTok, die gerade fleißig den Stream am Liken sind. Das ist unfassbar geisteskranker Support, Leute, wirklich. Also auf TikTok hilft das richtig, richtig, wenn die Leute den Stream liken. Ich sehe das sofort. Das Geile ist, du siehst nämlich sofort, wie viele Leute immer neu in den Stream reinkommen. Und so Likes wirken sich instant aus. General Ente, moin. Alles gut? 42 Cent. Jan HSV, moin. Bobob. Foodie Beats, danke für den Support. Also jetzt habe ich gerade eine etwas ruhigere Schicht. Was ich machen kann in der Zeit... Ware nachbestücken. Elf. Sieben. 1,29. Perfekt, passt. Oh. Die Dame möchte hier einkaufen, ja. Passt. Kann Müll. Ey, das Brot kauft niemand. Zucker ist wieder voll. Öl wurde auch wieder ein bisschen gekauft, ne? Packen wir auch mal wieder nach. So. Jetzt kaufen sie endlich mal Brot hier. Und Müsli muss auch mal gekauft werden. 50 Cent, bitteschön. 17,25. Zahlen wir auch. Warum ist in dem Laden kein Mülleimer?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann er sich keinen leisten hier aktuell. $3,96. Also das Geld ist auf jeden Fall gut am Steigen, Leute. Mehl können wir auch schon mal nachholen. Ich bin jemand, der gerne die Ware auf Lager hat. Was ich auch noch geil fände, wenn ich irgendwie später an meiner Kasse so Sachen wie Pokémon-Karten und so verkaufen kann. Damit dann auch die Kinder kommen. Ich glaube, das wäre auch sehr lukrativ, wenn ich einen Laden irgendwo neben einer Schule aufmache und da Pokémon-Karten und so einen Kram verkaufe. Am besten noch irgendwie so eine Grundschule oder so, wo man den Kindern richtig das Taschengeld abziehen kann damit. Pack-Opening an der Kasse mit Verlosung. Nein, du musst dann so ein Angebot machen, wie irgendwie eine Süßigkeiten-Tüte und ein Pokémon-Booster-Pack. So, und das machst du günstig, ne? Da sagst du irgendwie 2 Euro. Ja, machst du erstmal ein bisschen Verlust, ja? Aber dann bringst du die ja auf den Geschmack von den Karten. Du musst die erstmal dazu bringen, dass sie ihr erstes Booster-Pack kaufen, weil dann sind die süchtig. Vor allen Dingen, wenn das ein Booster-Pack ist, wo eine gute Karte drin ist. Da wollen die auch alle anderen Karten, ne? Du musst halt, wenn es irgendwie um was geht, was man sammeln kann, die Leute dazu bringen, das erste Teil zu kaufen. Weil dann löst du diesen Instinkt aus, dass sie sammeln wollen. Weißt du? Und deswegen müssen wir hier so irgendwie gucken, ob wir hier so ein bisschen so ein Lockvogel-Angebot machen können. Kinder gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, kommt noch. Und wollen zum Beispiel Alkohol kaufen und du musst dann den Ausweis kontrollieren. Und wenn die dann unter 18 sind, dann kannst du die Polizei rufen. Und dann werden die mit der Polizei abgeführt und weinen zum Beispiel. Das fände ich auch geil. Celine, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. 80 Cent. Zack. Die armen Kinder. Wieso die armen Kinder, Junge? So ist das halt nun mal. G-Time will Kinder leiden sehen. Ich habe ja nur gesagt, dass ich die Polizei dann rufe. Ist ja gut fürs Kind, oder nicht? $19,38. Im Moment ist es doch ganz entspannt, Leute, ja? Also das ist auch so vorgesehen, weil wir fangen jetzt gerade an, ne, für das Große, das ganze Große. Dafür fangen wir an, alles vorzubereiten, ja? Also, ne, lasst euch nicht täuschen, dass das gerade hier alles ein bisschen entspannter läuft mit dem Laden. Das wird noch richtig abgehen. Hier haben wir nochmal ein Mehl, das packen wir rein. So, in den Mülleimer. Okay, Leute, wir sind durch mit dem Tag. $371 stehen jetzt auf der Kasse. Und wir haben heute einen Gewinn gemacht von $202. Nächsten Tag starten. So, Puderzucker wird günstiger, Nudeln und geschnittenes Brot gehen dafür rauf im Preis. Boah, der ist aber auch nicht viel günstiger geworden. 3,97 und geschnittenes Brot kostet 4,75. Wohonk, Dankeschön für 31 Monate. Liebe geht raus.
Dann das nächste. Wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Oh. Dann gucken wir mal Bestände. Also ich würde sagen, ich hole noch Zucker und Öl nach. Brot. Ja, komm, ich kaufe einfach alles nochmal nach. Dann haben wir einfach immer hier hinten noch einen Karton, wo was drin ist. Und müssen gar nicht so viel heute hier wieder die ganze Zeit zwischendurch immer kaufen, sondern können uns mehr darauf fokussieren, hier die Kunden zu bedienen. So. Nickpad, Dankeschön auch an dich für den Follow. Liebe geht raus. Wie heißt das Spiel? Supermarket Simulator. Freeze, moin, alles gut? Auch wieder am Start hier. Wie geht's, wie steht's? Bam. Okay, Leute, let's go. Der Laden hat geöffnet. Es geht weiter. Alter, guck mal, was er alles einkauft. Oha, er nimmt von jedem zwei. Junge, was für ein Einkauf. 56 Cent zurück, bitteschön. $15,52, bitteschön. Zylon, Dankeschön für den Sub, Mann. Liebe geht raus. Vielen Dank. Danke für die ganze Unterstützung, Leute. So, machen wir erstmal den Kunden hier. Ah, guck mal, die fangen jetzt schon an, langsam mehr zu kaufen, ne? Okay, sie kauft nun Brot. Ja. 2,77. So, bitteschön. Direkt wieder die Ware nachbestücken. Dann ist alles easy hier. So. Okay, machen wir erstmal direkt wieder die Kunden. $26,25. 25,6. 14,29. 10,42 gibt's zurück. So, bitteschön. Zucker in den Müll. Ist leer. Kellogg's auch. Leute, es ist bald soweit. Wir können jetzt bald die nächste Lizenz erwerben. Brot. Brot kann nachbestückt werden. Aus irgendeinem Grund hat mein TikTok-Chat sich neu geladen. Ich weiß nicht wieso. Stream ist noch online, ne? Ja.
1567. Passend gezahlt, sehr schön. Das ist ein Einkauf nach meinem Geschmack. 24,43. Mehl ist leer. 16,94. Christel, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. Ich danke dir, Mann. Finn der Neune. Ich mache ein Projekt gerade. 100 Ingame-Tage. $0.29. Oh. So. Wir haben schon $512. Wir machen aber den Tag doch zu Ende. Am nächsten holen wir dann wahrscheinlich neues Regal. Kann ich die Lizenz mir denn jetzt schon leisten, jederzeit? Nee, ich muss dafür Marktlevel 6 sein. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was handeln hier mit den Leuten. Gibt's das Game auf Steam oder wo? Ja, genau, auf Steam gibt's das, Christel. 13 Euro kostet das Spiel. 18,54. 17,46. 1,21. Wie lange hast du denn geöffnet? Muggelchen, moin erstmal, bis 9. Also 2 Stündchen noch. Jetzt gerade machen die hier wieder den Sparsamen. So, ich bereite schon mal alles ein bisschen vor. Indem ich die Regale schon mal so ein bisschen anordne hier. Ich konnte Müsli nicht... Was? Ich habe das Regal nur umgestellt. Hallo! Das steht da drinne. Gehen Sie sehen, holen Sie sich. Ach Mann, ey. Was für, ich konnte das Müsli nicht finden, Junge. Ich hab das Regal umgeräumt. Was ist denn los mit dir? Kann doch nicht wahr sein. Rastet der aus, weil ich das Regal einmal umstelle. Damit geht der nächste Tag zu Ende. Tag 4. Wir haben fast einen Gewinn von $300 gemacht. Ein unzufriedener Kunde. Das war der Dude, der sich darüber aufgeregt hat, dass ein Mensch mal das Regal umräumt. Kasper, ey. So. Dann erste, wie immer, des Tages. Rechnungen bezahlen. Dann als nächstes holen wir ein neues Regal. Dann gucken wir mal wegen der Ware. Öl, Mehl, Nudeln. Ja, ich kaufe einmal alles nochmal nach. 1, 2, 3. Hat er das Brot reingenommen? Nee, ne? So, jetzt ist alles drinne. Zack. So, da haben wir das nächste Regal, Freunde. Haben wir direkt aufgestellt hier. So, Zucker nachsortieren. Preise machen wir sofort. Geschnittenes Brot ist gesunken. Nur geschnittenes Brot? Oder betrifft es auch noch andere Preise?
Nur Brot, ja. So. Okay, sehr schön. Mehl ist schon leer. Okay, alright. Nächster Tag, Leute. Wir haben jetzt ein Regal schon mehr. Wir können uns fast die nächste Lizenz leisten. Wir müssen dafür nur noch ein Level mit unserem Supermarkt steigen. Und dann können wir da nämlich das Produktsortiment schon erweitern. Ich muss mir auch gleich was Neues zu trinken machen hier. Zack. Ja, kauf schön fleißig ein. Bitte schön, der Herr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oh, da wird für die Familie eingekauft. Sehr schön. Das sind mir die liebsten Kunden, die hier schön viel kaufen. So. Schöner Kauf. Oh. 44 Cent noch. Bitteschön. Ist doch nicht so, dass man ständig den Preis anpassen muss. Ja, immer am Anfang vom Tag ändern sich die Preise. Leon, danke schön für den Follow. Liebe geht raus. Gleich wird's richtig abgehen. Wenn die ersten neuen Produkte kommen, dann geht's richtig los. Weil dann kaufen die auch immer mehr. Man muss halt einfach Vielfalt anbieten. Das ist das Wichtige. $7.42. $41.70. So, das Brot ist leer. Zucker ist auch leer. Öl können wir auch jetzt gleich den Rest verräumen. Ist jetzt auch leer. Zack. So. $19.90. Ich kann mir jetzt schon jederzeit die neue Produktlizenz leisten, aber wir werden die noch nicht holen, Leute. Das machen wir erst am nächsten Tag zu Beginn. Vor allen Dingen muss ich auch das Level haben. Das werde ich jetzt aber jeden Moment kriegen. Passend gezahlt, sehr geil. Ich glaube, ich muss sogar nachbestellen. 17,37. Wir bestellen nochmal nach.
Auch wenn ich manche Sachen noch auf Lager habe, ist nicht so schlimm. So. Zwanzig, einundfünfzig, 2,49. Was man hat, das hat man, ja. Vor allen Dingen, ich nehme ja jetzt gut Geld noch ein und ich habe die Ware auf Lager wieder. Bedeutet für mich ja weniger Stress auch. Mehl kaufen die wie sonst was. Ich weiß nicht warum. Sind die alle hier irgendwie Mehlwürmer oder was ist da los? Das nenne ich mal einen schönen Einkauf. Brot müssen wir auch gleich nachbestücken. Boah, das ist auch ein schöner Einkauf. 4,50. 16,46. King Rafki, moin mein Lieber. Danke für 60 Monate. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Ja, einen Augenblick. ...1,20 zurück. So. Nächster Tag kann gleich gemacht werden. Er kauft hier nochmal fleißig ein. Sehr schön. So einen Kunden habe ich am Ende des Tages gerne, der hier richtig schön ordentlich was kauft. Und dann auch noch perfekt zahlt. Geil. Ja? Ja, schön was mitnehmen hier. Oh. So, dann können wir den Laden dicht machen hier. Zack. Nächster Tag. Tag 5 abgeschlossen. Sehr schön. Dann sind wir jetzt bei Tag 6. Öl hat sich vom Preis geändert. Oh. 4,68. So, dann als nächstes zahlen wir erstmal unsere Rechnung. Dann kaufen wir uns die Lizenz für Erdnuss, Butter, Mehl und den ganzen Kram. So, das heißt, unser Sortiment hat sich jetzt mal eben locker, flockig erweitert um einige Produkte. Ich kann leider nicht alles kaufen. Erdnuss, Butter ist noch zu teuer. Aber den Rest konnte ich schon mal holen. Den räumen wir dann auch schon mal ein. So, und jetzt fängt es nämlich an, dass es auch mal interessanter wird, Leute. Jetzt haben wir nämlich hier schon in unserem Sortiment Salz und den ganzen Kram, ja? Das schöne Premium-Mehl. So. Die Spaghetti kosten 6,62. Basmati-Reis 6,91. Das Salz 2,17. 6,78 für unser Premium-Mehl. 5,68 fürs Olivenöl.
So, dann bestücken wir hier auch nochmal eben schnell alles nach. Okay, ich würde sagen, das passt. Wir öffnen den Laden. Kellogg's nochmal nachbestückt hier. Jetzt kaufen die auch schon ein bisschen mehr hier. Sechs. Ja, Erdnussbutter holen wir jetzt sofort. So, die wird jetzt direkt nachbestückt hier, die Erdnussbutter. Guck mal, das geht sogar perfekt auf mit den Regalen. $5,40 kostet die. Okay, Mehl haben wir noch. Zucker kann ich noch nachbestücken. Der ist leer. Moin zusammen. Trident, moin. Alles gut bei dir, mein Lieber. So. 4,88 kriegt er zurück. $4,79. Nee, das Spiel gibt's nicht für die PlayStation. Das gibt's, glaube ich, only PC nur aktuell. Boah, jetzt guckt euch das mal an, ne? Die kaufen auch teilweise jetzt für $50 ein. $32,63. So. Da können wir jetzt auf jeden Fall nochmal Spaghetti Basmati nachholen. Salz, Mehl. Olivenöl. Erdnussbutter. Ah, da habe ich aber nicht genug. Ich kaufe erstmal den Stuff so. Oh ja. $24,69. Ist das dein offizieller TikTok-Account? Ja. Moin erstmal, herzlich willkommen. Leon, alles gut bei dir? Bup, bup, bup. Danke für den Support, Leute. Alles super und bei dir? Alles bestens und danke für deinen Follow. $12,46. Oh. $42,49. Perfekt. Das haben wir auch. Oh, Junge, da ist ja richtig Stau draußen. Hypermelone, moin. Die.
22, 16. Übrigens, Chat, nächste Woche, Wochenende, gehen wir in SOT rein, ne? Nächste Woche, Wochenende, geht's in Sea of Thieves. Minions, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Und dankeschön auch an die Leute, die hier auf TikTok weiterhin fleißig den Stream am Liken sind. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist natürlich ein Giga-Support, ne? Deswegen dickes Dankeschön an alle, die das machen. Noel, dankeschön auch an dich. Willkommen. Nee, es gibt keine Möglichkeit, im Multiplayer das zu zocken, das Game. Boah, guck ich mal den Einkauf an. 63, 32. Okay, da holen wir jetzt nochmal... Zwei Öl muss ich noch holen und Basmati-Reis. Ja. Da kann ich direkt nachbestücken. Okay, Olivenöl habe ich eine Kiste auf Lager noch. So, Erdnussbutter haben wir dann auch schön voll. So, die letzten Kunden noch. 9,36. So, dann machen wir noch den her. Perfekt gezahlt. Oh, da kommt noch jemand. $13,55. Oh, noch jemanden. Manchmal muss man noch ein bisschen warten um 9, ne? Da kommen noch Leute nach. Patrick und CN1. Dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Herzlich willkommen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, wie ich das gemacht habe mit dem Laden bis jetzt. 35, 83. So, bitteschön. Ich glaube, jetzt können wir dicht machen hier. Perfekt. Dann haben wir auch direkt schon den Tag durch. Tag 6, ein unzufriedener Kunde. Ja, war die Erdnussbutter, ne? Gut, kann passieren. Team Kuhn. Dankeschön für 34 Monate. Liebe geht raus. Anime, dankeschön für den Follow. Und natürlich auch dickes Dankeschön an die ganzen Leute auf Twitch, die followen. Ja, vielen, vielen Dank. Nudeln müssen wir nachholen. Hatte ich noch Öl hier? Nee, ne? Doch. Das kann ich dann nochmal nachbestücken. So, Salz würde ich holen. Premium-Mehl. Spaghetti. Müsli. Und geschnittenes Brot. So, und dann würde ich sagen, bezahlen wir auch die Rechnung. Und dann müssen wir gucken, was gab es für Preisveränderungen? Hat das jemand im Auge gehabt?
Erdnussbutter ist hoch. Sehr gut aufgepasst. Der geht runter vom Preis. Mehl und Erdnussbutter, ja. Der Rest stimmt alles. Immer mal wieder auch schön checken hier. So, Salz nachbestücken. Haben wir sogar noch was drinne? Das heißt, das können wir erstmal noch hier hinten einlagern. Dann füllen wir das Mehl auf. Da ist noch was drinne. Und Nudeln. Die sind leer. So, wartet mal ganz kurz, bevor wir starten. Kurz noch was zu trinken machen hier. Und dann geht's hier gleich in den nächsten Tag rein. Das Game gibt's auf Steam, das kostet 13 Euro aktuell. Ist aber ein sehr geiles Game. Warum hast du neu angefangen? Ich mache ein 100-Tage-Projekt, 100 Ingame-Tage. Onkel, moin, wie geht's? Gut soweit. Und selbst ist derzeit ein Early Access, genau. So, weiter geht's. Trinken ist vorbereitet. Mr. Snowflake, moin, alles gut bei dir? Die müssen unbedingt einen Multiplayer droppen. Meinst du? Ich finde, das macht auch so schon Spaß. Okay, let's go. Nächster Tag. Nochmal als Info für euch jetzt hier für die Subs, ne? Egal ob auf Twitch oder auf TikTok. Wenn ihr auf meinem Discord-Server seid, dann kriegt ihr automatisch, wenn ihr Discord mit Twitch oder TikTok verbunden habt, die Subscriber-Rolle. Habt damit dann auch Zugriff auf den Subscriber-Bereich. Und ich mache regelmäßig so Zocks mit der Community. Ja, wir gehen zum Beispiel jetzt heute um 18 Uhr mit einer Truppe in 7 Days to Die für 48 Stunden rein. Nächste Woche Wochenende ist Sea of Thieves angesagt. Also wenn ihr Bock habt, da mitzuzocken, meldet euch einfach. Ne, einfach in den Subscriber-Chatting Chat schreiben. Da könnt ihr euch immer melden. Die Infos, was wann gezockt wird, seht ihr dann auch im Subscriber-Info-Bereich. Da gibt es extra einen Info-Channel. Und übernächste Woche geht's in Core Keeper. Ich finde, für Multiplayer muss es mehr Content geben, gerade am Anfang, weil sonst steht einer einfach nur rum. Ja. Ja, zum Beispiel könnten die auch noch reinbringen, dass man seinen Laden auch sauber machen muss. Ich meine, da kommen ja so viele Leute rein, der muss ja auch mal zwischendurch sauber gemacht werden. Oder die Leute tun Sachen einfach in den Regalen falsch einräumen und so ein Kram, dass jemand sich auch drum kümmern muss, das mal wieder ordentlich zu machen. Kommt ja noch Bodenwischen etc. Zack. Specht Lisa und Dreams, Dankeschön für eure Follows. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support.
Mit dem Saubermachen, das kommt auf jeden Fall noch. Okay. Mike Grabo, Dankeschön auch an dich für den Follow. Und Karl, moin. Onkel Sleipnir, Dankeschön auch an dich für den Follow. Liebe geht raus, ich komme auch mal rüber auf Twitch. Kein Stress, alles gut. So, ich glaube, ich kann gleich so langsam aber sicher die Regale auffüllen. Fünf 51, 31, 36. Einundzwanzig, 24. Ja, oh, das kann im Müll. Salz nachbestücken. Okay, das ist jetzt auch leer. Moin Karl, alles gut bei dir, mein Lieber. Perfekt. Elsen, Dankeschön auch an dich für den Follow auf TikTok. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank, Leute. Ist ja gerade hier gut am Eskalieren. Und auch dickes Dankeschön an die ganzen Leute, die hier weiterhin fleißig am Reinliken sind wie sonst was. Danke, danke. Kostas Game war es, ja? 13 Euro auf Steam. Spaghetti und Basmati-Reis. Ich muss die Bestellung abschicken. Mehl ist gleich leer. $0.53, 19,73. Oh, bitte. Perfekt gezahlt. Geil. Öl schon mal in den Anschlag tun. Brot auch. $21,83. Junge, jetzt geht's aber richtig gut hier mit dem Geld. $21,66. Onkel Sleipnir, Alter, danke für 2 Monate. Ja moin, Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Kann man da Mitarbeiter einstellen? Ja, das geht auch. Okay, die letzten Kunden für heute.
37,72. $13,18 zurück. Oh, Basmati-Reis können wir noch zwei reinräumen. Der Tag ist jetzt sowieso zu Ende. So, ja, dann können wir den Tag beenden. Bam, Tag Nummer 7. Alle Kunden zufrieden. Wir haben $368,54 plus gemacht. Nächsten Tag starten. So, als erstes hauen wir direkt mal Premium-Mehl rein. Zwei Stück, würde ich sagen, holen wir. Dann holen wir noch eine Erdnussbutter. Öl müssen wir auf jeden Fall nachholen. Hatte ich, glaube ich, sogar schon im Anschlag. Ja, kaufen wir mal alles. So, Erdnussbutter schon mal verräumen. Das Mehl. Zack. Moin an die Leute, die gerade alle hier neu bei TikTok einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut. Könnt euch natürlich gerne, wenn ihr wollt, hier im Chat jederzeit beteiligen, ne? Wichtig ist, nur einmal Regeln beachten. Sind aber wie sonst überall eigentlich gleich. Oh, Nudeln können wir nochmal holen, ne? Nudeln ist auch so eine Sache. Preise habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh ja. Da hat sich ein bisschen was getan. Okay, perfekt. Dann passt das so. Dann hole ich noch zweimal Nudeln nach. So, die haben wir jetzt noch auf Vorrat. Und dann machen wir auf. Wir sind bei 413, Leute. $413. Und jetzt wäre mein nächster Step. Oh, wir müssen übrigens die Rechnung bezahlen. Dass wir jetzt als nächstes... auf die Lizenz hinarbeiten. Da müssen wir Stufe 9 für sein. Ich könnte natürlich auch überlegen, ob ich jetzt anfange in Kürze so Kühlprodukte mit ins Sortiment zu nehmen. Wobei, ich hätte die Möglichkeit auch noch hier Regale aufzubauen und meinen Laden erstmal so zu machen, dass ich erstmal nur mit Sachen arbeite, die nicht gekühlt werden müssen. Dann spare ich mir natürlich auch die Stromkosten erstmal. Moin Monster! Fimbultaya, moin! Alles gut? Und Benny, danke schön für den Follow. Liebe geht raus. Jojo, danke schön. Moin, moin. Jetzt gucke ich dich auch, auf Twitch und hier. Alter Monster, dankeschön, Mann. Andi, dankeschön für den Follow. Was befindet sich hinter der Tür? Da ist das Lager, aber da komme ich erst hin, wenn ich das geupgradet habe. Boah, die viele eingekauft. Holy shit. Ich mach gut Geld gerade.
Die können ruhig hier für 50er weiter einkaufen. Wir müssen noch ein Level machen, dann kann ich mir die nächste Lizenz holen auch. Das nenne ich auch einen Großeinkauf. 41, 87. Dominik und Josh, dankeschön ihr beiden. Monster, dankeschön für die 5 Rosen. Schön, dich jetzt auf TikTok zu sehen. Alter Jojo, ich danke dir für den Sub, ne? Den musst du ja gerade erst rausgehauen haben. Oder hast du in deinem Namen einen Stern? Nee, ne? Das ist, glaube ich, ein Sub-Symbol, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da. Josh, dankeschön auch an dich. Er hat gerade ein Abo gemacht. Alter, dankeschön. Ey, ich würde voll gerne auf TikTok meine Emotes zur Verfügung stellen, aber irgendwie buggt das bei TikTok. Wenn ich die hochladen will, da passiert einfach gar nichts. It's me, Selina. Moin. Habt ihr alle gut geschlafen? Ja, und selbst? Das dauert etwas, bis die da sind. Wie, also wenn ich die hochgeladen habe, oder was? Also der zeigt mir einfach nichts an. Da kommt oben nur so eine Nachricht. Muss ich dann einfach warten, oder wie? Ich streame auch parallel auf Twitch, ja. Ja? Okay. Da muss ich mal gucken. Da werde ich mal nachher schauen. Da kommt immer oben nur so eine Nachricht und dann passiert einfach gar nichts. Und deswegen bin ich immer rausgegangen, weil ich gedacht habe, das buggt. 1 Cent nur. Okay. Man kann doch einen Kassierer einstellen, ja. Aber im Moment kriege ich ja alles selber gestemmt. Da mache ich ja gutes Geld, ne? Oh, wir müssen nachkaufen. Ich muss einmal schnell nachkaufen, Leute. Spaghetti. Nudeln habe ich noch auf Vorrat. Erdnussbutter haben wir auch noch. Ich kaufe die jetzt erstmal. Öl. Öl 35, 30. Also das ist bodenlos. Zweimal Salz kaufen und mit einer Karte zahlen. Wann hast du mit TikTok angefangen? Boah. 2, 3 Wochen ist das jetzt her. Ich bin noch nicht so lange aktiv hier. Viva la Bombastica. Moin. Schade, laut Steam kein Koop-Titel. Nee, Koop gibt's hier nicht. Vielleicht bringen die das, wenn sich das genügend Leute wünschen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber Koop ist ja auch nie so einfach umsetzbar, ne? $39,84. Okay, das sind eh die letzten Kunden für den Tag. Am nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall ordentlich nachbestücken.
Julian und Rainer, danke schön für eure Follows. Wie heißt das Spiel? Katja, moin. Das ist Supermarket Simulator. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Und moin Jesse, das ist, wie gesagt, Supermarkt Simulator. Wie sind aktuell die Streaming-Zeiten und bist du dann immer auf beiden Plattformen? Ich bin immer parallel online, ja. Moin Nico. Und ich streame in der Regel immer 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr. So, Tag vorbei. Alle Kunden zufrieden, $570 plus gemacht. Das kann sich sehen lassen. Olivenöl, Müsli, Spaghetti, Mehl. Okay, Preise sind angepasst. Dann gehen wir der Reihe nach durch. Zucker, Öl, Müsli, Basmati-Reis, Salz, bestellen wir. Dann als nächstes Rechnung bezahlen. Der geht's gut, Jojo. Und Lara, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ja, genau, Pit Jones. Täglich 10 bis 14, 18 bis 22 Uhr so in der Regel. Es kann auch sein, dass es längere Streams gibt, ne? Also heute um 18 Uhr starten wir mit einem Projekt, wo ich mit meinen Zuschauern, also Twitch und TikTok-Subscribern, ich habe einen Discord, da können die Leute draufgehen. Und da gehe ich zusammen mit denen in ein Community-Projekt rein. 48 Stunden, 7 Days to Die. Und dann gucken wir, was wir mit der Community dort auf die Beine gestellt kriegen. Da mache ich auch immer so Videos von für YouTube. Katalea, dankeschön für den Follow. Liebe geht raus. Ja, ist schon längst released, Jojo. Kann schon spielen. Zack, dann tun wir nochmal Salz. So, und dann müssen wir noch gucken. Ich glaube, Erdnussbutter muss ich noch nachbestellen. Olivenöl. Ja, ich glaube, von diesem Premium-Mehl holen wir auch nochmal eins. Kajov, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus. Scheiße, da war noch ein Mehl drinne. Ich war wieder zu schnell mit dem Mülleimer. Colin, dankeschön auch an dich. Will auch das Spiel haben. Versuch, meinen Mann zu überreden. Ach, $13. 13 Euro. Da ist ja eigentlich nichts, ne? Das Spiel bietet auf jeden Fall mehr als 13 Stunden Spielzeit, also lohnt sich das. Konstantin, dankeschön für den Follow. $1,40. So, jetzt muss mein Ziel sein, dass wir auf das Level 9 kommen. Geld haben wir genug, da können wir dann gleich direkt Regale kaufen und dann können wir das Sortiment wieder erweitern. Seit wie vielen Jahren streamst du schon? Auf Twitch bin ich jetzt dieses Jahr 11 Jahre unterwegs und als Partner im November 10 Jahre. Ich glaube, ich bin einer der ältesten Streaming-Kanäle auf Twitch, die es gibt.
Wie lange streamst du heute? Ja, so lange wie ich Lust hab, ne? Wahrscheinlich. Denk mal so, bis 14 Uhr bin ich auf jeden Fall am Start. Tuning, danke für den Follow und Jojo, dankeschön für den Bär. Liebe geht raus. Wie viel Zeit hast du schon in dem Simulator? Bestimmt über 10 Stunden, Trident. Warum auf TikTok streamen? Warum nicht auf TikTok streamen? Oh, Katalia, dann meinen Glückwunsch. Dann drücke ich die Daumen, dass alles gut läuft, ne? Und Kind auch nachher schön gesund ist und so. Und dass es nicht zu stressig wird. Wollte nur so fragen, war nicht böse gemeint. Hab ich auch nicht böse aufgefasst. Ich habe ja gefragt, warum nicht? Moin, moin, werter Herr. Opa auf dem Sofa. Moin, alles gut? Sophie und tropischer Dean. Dankeschön übrigens für eure Follows, ihr beiden. Herzlich willkommen. Hab Dienstag Zwischenprüfung. Ja, Jojo, dann drücke ich dir mal die Daumen, ne? Dass alles gut läuft. Alles bestens und bei dir alles bestens. Danke, danke. Oh. Ihr seid schon wieder hier ordentlich am Leerkaufen. Ich sehe es schon, die Spaghetti, ne? Die haben es den Leuten angetan. Die Spaghetti sind echt sehr beliebt. Erdnussbutter und Olivenöl. Ja, moin. Mein kompletter Google Chrome ist gecrashed. Alle Tabs sind zu. Zack, alle Tabs wiederhergestellt. Ich hoffe, mein Rechner macht das hier mit. Nicht, dass der gleich irgendwie crasht oder so, Leute. Wenn er immer so ganz weirde Sachen macht, wie dass der alle Tabs schließt, dann ist das meistens immer so eine Sache von, ja, hier, ich crashe gleich beim Rechner. So. Warte mal, was wollten wir noch holen? Basmati-Reis. Erdnussbutter. Öl. Kaufen wir mal alles hier. So, das sind die Spaghetti. Die fülle ich jetzt als erstes nach, weil die machen die jetzt hier gleich leer. Ich sehe deine Nachrichten, Jojo. Mike, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch mit am Start bist. Oh. Licht anmachen. So, schon mal Erdnussbutter wieder verräumen. Hier kann ich auch schon langsam die Kartons, die ich noch so rumstehen habe, so ein bisschen leer machen, ne? Wann Sons of the Forest mit Trimax? Ey, Diggi, ich glaube, dass ich mit Trimax in nächster Zeit gar nicht so viel machen werde, weil ich will eher, wenn alleine in die Survival Games reingehen oder wenn ich da was projektmäßig mache, dann mit meiner Community. Damit die Leute auch nicht immer ankommen und wollen, dass ich unbedingt nur was mit Trimax mache, weißt du? Ich will mir lieber selber meine eigene Community aufbauen und nicht dadurch, dass ich mit Trimax durchgehend was am Machen bin. Weil dann bin ich auch immer drauf angewiesen und das möchte ich nicht. Ich möchte so ein bisschen unabhängig von Trimax sein, weißt du?
Bup. Abkoppeln, G-Time. Ja, so ein bisschen abkoppeln, genau. Hast du momentan ein Hauptspiel? Nö, ich zock eigentlich immer das, worauf ich Bock hab, so. Ey, da ist irgendwas leer. Mehl! Bro, ihr habt das ganze Mehl schon wieder leer gekauft. Ich glaub es nicht. Ach, ist geschlossen, okay. Gut, ist halt so. Ich konnte kein Mehl finden. Ja, ist ja kein Wunder, ey, wenn die Leute hier wie so irre alles leer kaufen. Warte mal, ich habe hier sogar noch ein Paket. Mit 4 Stück drinne. So, jetzt tue ich erstmal kurz noch das, was ich kann, nachbestücken. Ja, nur du bist dafür zu irrelevant. Wieso? Gucken doch ordentlich Leute zu. Ich bin ja in dem Sinne, wenn man das so sieht, Muganda relevanter als du, oder nicht? Also ich würde jetzt sagen, jemand, der um die Uhrzeit an einem Freitag auf TikTok rumläuft und Leute versucht zu flamen, dass sie irrelevant sind, dass das schon jemand ist, der nicht gerade sehr erfolgreich unterwegs ist in seinem Leben. Er guckt dich und sagt, dass du irrelevant bist. So, zack, Tag 9. $256 wieder gemacht. Bam. So, und wir sind jetzt auf Stufe 9. Das heißt, wir können jetzt unser Sortiment wieder erweitern. Was wir jetzt natürlich auch gleich machen werden. Also, der Zucker war's, ne, der sich erweitert hat. Wie heißt das Spiel? Supermarkt-Simulator. Was war's noch? Mehl, glaube ich, ne? Hat sich vom Preis verändert. Ja. Exo-Jump, moin. So, die Bestellung machen wir gleich. Wir machen jetzt als allererstes einmal Rechnung bezahlen. So, dann kaufen wir Möbel. 2 Regale. Dann kaufe ich als nächstes die Lizenz. Für Kuchen und sowas. Ah, das Problem ist, die werden dann Joghurt wollen, ne? Das heißt, ich muss eigentlich einen Kühlschrank holen. Wobei, ich glaube, es gibt sowas wie eine Zufriedenheit gar nicht, ne? Die dafür sorgt, dass mehr Kunden kommen. Zack. Zocker, dankeschön für die Rose und moin, schön, dass du da bist. Wie geht's? Alles gut? Bam. Ey, das sieht schon richtig schick aus. Ich glaube, ich habe echt einen ziemlich guten Laden hier am Start. Und moin Patrick, schön, dass du auch da bist. So Leute, jetzt müssen wir erstmal groß nachbestücken bei den Produkten. Also 2x Mehl. Zucker holen wir nochmal. Müsli? Oh. Das war der falsche Artikel. Basmati-Reis. Salz. Olivenöl. So, dann können wir 2x den Kuchen hier holen. Dann holen wir den Kuchen 1x.
Preis stellen wir gleich ein. Ich verleib mir jetzt ein fettes Müsli ein. Mach das, Mann. Sanherib. Lass es dir schmecken, ne? So. Ist das Spiel kostenlos? Nee, kostet 13 Euro auf Steam. Vielen, vielen Dank auch nochmal an die ganzen Leute hier auf TikTok, ne, die reingefollowt haben oder die auch hier Likes da lassen. Vielen Dank für den Support. Spiel macht süchtig, oder? Boah, macht schon sehr Laune, muss ich sagen, ja. Ich habe schon ordentlich Spaß an dem Game. Vor allen Dingen läuft mein Laden schon echt extrem gut. Okay, da ist noch was übrig. Das heißt, wir tun den erstmal hier so lange drauf. So, dann holen wir nochmal hiervon einen Kuchen. Davon zwei. Davon zwei. Ah, okay, da müssen wir ein weniger machen und holen noch eine Schokolade. Ja. Dann räumen wir erstmal jetzt hier die Schokolade ein. Oh, hier kommt der Müsli hin. Das sieht richtig aus wie in einem Späti hier bei mir. Bop, 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 bop. Sehr schön. Alles schick eingeräumt. So. 4,20. 2,10. 4,18. 5,62. 3,92. Kevins Späti, ja... Dustin und Paolo, dankeschön für die Follows, ihr beiden. Kannst du kurz den Sinn hinterm Spiel erklären? Du hast einen Supermarkt und versuchst, den auszubauen. Das ist der Sinn des Games. Okay, Rechnungen sind bezahlt. Dann können wir eigentlich loslegen mit dem Tag. Auf geht's. Mit dem nächsten Tag, Freunde. Und dankeschön auch an Aileen für den Follow. Genauso auch Leon. Dankeschön. Und dankeschön auch an die Leute, die hier immer wieder Likes zwischendurch raushauen, ne, auf TikTok. Danke, danke. Future Phil, dankeschön für den Follow. So wie King of Retail, das habe ich nicht gespielt, Damian, muss ich ehrlich gestehen. An sich sieht es echt lustig aus, aber preislich noch ein wenig zu hoch. Hä, 13 Euro zu hoch, Leon? Das ist doch mehr als fair. Ey, du verbringst in dem Game locker 15 Spielstunden oder mehr. Ohne Probleme. Also ich habe jetzt schon 2x4 Stunden gezockt. Heute bin ich jetzt schon 2 Stunden dran. Das heißt, das sind schon 10 Stunden. Und ich wäre nicht mal jetzt im Ansatz komplett fertig mit meinem Supermarkt. So, wenn du für eine Stunde am Ende 1 Euro bezahlt hast, finde ich, ist das eigentlich vom Preis her mehr als fair. Vor allem wird das Game ja doch geupdatet. Du kannst auch den Raum vergrößern. Ja, das geht. Smoker und Mr. King, dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Ist aber auch ein Early Access, ja.
Salz haben die auch nochmal geholt. Gut. Junge, wie viel da drinne ist. Das kann man im Moment nur solo zocken. Sebi, dankeschön. Gibt's auch einen Typen, der alles einräumt? Nee, leider nicht. Das ist das, was sich sehr viele Leute, glaube ich, aktuell wünschen. Dass Mitarbeiter eingestellt werden können, die einräumen. Du kannst Kassierer einstellen, das geht. Aber ich versuche gerade meinen Laden erstmal so ein bisschen zu erweitern. Und, Kosten zu sparen, damit ich dann gleich so einen großen Schub machen kann, wo ich den Laden erweitere. Oh, jetzt ist schon gut was los hier, ne? Die kaufen schon sehr fleißig. Na, wenn man so viel Vielfalt anbietet, dann kommen auch ordentlich Kunden mit der Zeit. Dankeschön an die Person, die gerade reingefolgt hat auf TikTok. Vielen Dank für den Support. Lucy, dankeschön für 82 Monate Subscription auf Twitch. Vielen Dank für den Support. Geh doch lieber richtig arbeiten. Verdienst noch Geld dabei. Torben, Luca und Mathis, dankeschön für eure Follows. Liebe geht raus. Danke für die Unterstützung. Und Lukas Werber, dankeschön. Warum nimmst du keinen Kredit? Wofür? Brauche ich doch nicht. Zack. Boah. Junge, jetzt kaufen die aber hier gerade wieder richtig. Jetzt kommt hier wieder der Ansturm. Bro, was wird denn hier alles gekauft? DBS, dankeschön für 2 geschenkte Subs, Mann. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support, mein Lieber. So. Schnell erstmal noch ein bisschen aufräumen. Wir müssen Brot nachkaufen. Geschnittenes Brot. Da. Habe ich nämlich nichts mehr. Für Geld verdienen. Immer gerne. Dankeschön, DBS, für deinen Support. $28.19. 35.24. Boah, jetzt stehen hier schon wieder Schlange. 66 Cent. Krieg ich ja ein paar kleine noch dazu. 29 Cent. Die letzte Schokolade hat sie mitgenommen. Gamble jetzt ein bisschen drauf, dass niemand mehr Schokolade holt. Ach was? Sie regt sich auf, weil sie nur eine Schokolade gekriegt hat. Ich fasse es nicht.
Sie regt sich auf, weil sie nur eine Schokolade gekriegt hat. Was kann ich dafür, wenn sie Depressionen schiebt und abends sich hier 3 Tafeln Schokolade reinpfeifen will? Meine Güte, dafür ist mein Laden halt nicht ausgelegt. Ich muss doch erstmal hier wachsen, damit ich so viel anbieten kann. Gibt's hier auch Überfälle? Nee, sowas gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob sowas reinkommt. So, dann gucken wir mal. Nächster Tag. Tag 10. Insgesamter Profit? Ah, okay. Ja, gut. Ich habe Erweiterungen und so gekauft, ne? Deswegen. Erweiterungen, dann die Lizenz und alles. Gut, da habe ich natürlich gut ausgegeben, ne? So, Süßigkeiten. Basmati-Reiskuchen geht hoch. Süßigkeiten, Basmati. Oh, Alter, ist der teuer. Kuchen. So, und was war das, was im Preis gesunken ist? Das geschnittene Brot. Okay, jetzt müssen wir erstmal nachkaufen. Mehl. Zucker. Wir brauchen wieder Öl. Da ist was komplett leer gegangen. Was hatte ich denn da? Spaghetti haben sie komplett leer gekauft. Heiliger Strohsack. Also die Spaghetti sind die am Fressen wie sonst was. Das ist ja insane. Und die Leute sagen, Klopapier ist overpowered in dem Game. Und Erdnussbutter können wir nochmal nachkaufen. So. Denk an Schokolade. Ja, eins nach dem anderen. Wir machen jetzt hier von vorne nach hinten füllen wir den Laden auf. Okay, geschnittenes Brot haben wir noch genug. Salz. Kann ich schon mal den wegwerfen? Da hatte ich jetzt einen neuen nachgeholt. Das gute Salz. Kommt hier in die Ecke. Hier haben wir nochmal unser Supreme. Mehl. Öl. So, dann haben wir hier den Basmati-Reis. Moin Dennis, das ist der Supermarkt-Simulator. Ich hier gerade zocke. Macht richtig Laune. Oh. So, dann haben wir hier noch Spaghetti. Komm hier rein. Okay, dann haben wir hier das Regal schon mal weitestgehend ordentlich. Da müssen wir nochmal vielleicht Kelloggs nachholen, ne? So, dann können wir ein bisschen weiter runtergehen hier. Zack, das brauchen wir. Wobei, da hole ich erstmal nur ein Paket.
Ich glaube, Kuchen war noch gut dabei. Schokolade haben sie leer gefressen. Das ist auch hier. So. Zack. Dann wären die Regale jetzt auch mal schön voller hier. Ich müsste eigentlich überlegen, einen Kühlschrank langsam aber sicher doch zu holen, ne? Damit ich den Joghurt irgendwie anbieten kann. Sonst jammern die gleich wieder rum, dass ich keinen Joghurt habe. Dennis, dankeschön für den Follow. Genauso auch McDonald. Dankeschön für euren Support. Moin, hat mir das gestern auch geholt, das Spiel. Richtig gut. Sehr geil. Freut mich zu hören, Janu. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß weiterhin mit dem Game, ne? Justin, dankeschön auch an dich für den Follow. Liebe geht raus. Vielen Dank für die Unterstützung. Wo kann man das Game bekommen? Auf Steam. Durch dich? Ach so. Alles klar. Nico, moin. Danke für den Follow. Was kostet der Kühlschrank? Es kommt drauf an, was man für einen holt. Und 25 Grad, Dankeschön für 11 Monate. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Wir können ja mal kurz gucken. Kühlschrank. Möbel. Also es gibt einen kleinen für 200 und es gibt einen für 375. Den kaufen wir. Machen wir. Ich muss auch noch meine Rechnungen bezahlen. Dann ist das auch schon mal erledigt. So, und da können wir dann gleich Joghurt drin reinhauen. Ich muss nur mal kurz gucken. Ich stelle den mal eben hier auf. Ich weiß, es sieht jetzt ein bisschen wack aus. Stellen den aber auch gleich um. So. Ich glaube, der würde sogar perfekt, je nachdem, noch dazwischen passen. Dann ist hier mein Lager für die Pakete. Nico und Lukas, dankeschön für eure Follows. Liebe geht raus. Und Ekligkeit, dankeschön auch an dich. Moin Muja. Nee, Muai. So. Mir geht's gut. Und selbst? Boah. Schade. Ich könnte ihn so stellen. Ich glaube aber, da haben die Kunden keinen Bock drauf. Aber warte mal, was wir machen können, theoretisch. Ich kann hier noch mal ein bisschen Platz rausholen. Zack. So sieht das doch geil aus, oder? Geil, meine Freundin suchtet das Game so hart. Das macht aber auch richtig Laune, das Game. So. Okay, jetzt können wir den Laden aufmachen. Ey, ich habe mit dem kleinsten Laden versucht, das Maximum rauszuholen, Leute. Guckt's euch an. Da kommen nachher noch Joghurts rein. Da kann ich auch die andere Lizenz dann in Kürze holen für gekühlte Lebensmittel. Ringsfahr. Dankeschön für den Follow. Also Kühlschrank ganz an die Wand. Ach, du meinst so und jetzt den Rest aufrücken, ne? Ich sag dir, der ist jetzt sauer, weil der irgendwas wollte von einem Regal, was ich umgeräumt habe. Okay, ich kann Joghurt nachkaufen.
Wir holen direkt 2 Joghurt. Schon mal den Preis eingestellt. So, dann packe ich hier nochmal einen Joghurt rein. Also kein Supermarkt würde so den Joghurt einräumen. Das ist so eine Verschwendung. Das würde kein Supermarkt so machen. Alter, die zahlen alle passend. Finde ich geil. Kenne ich nur von YouTube ganz früher. Auf YouTube bin ich auch noch unterwegs. Da sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen den Content auf dem Hauptkanal umzustellen. Da kommen jetzt aufwendigere Videos. Zwar weniger Videos, aber dafür aufwendigere. Ich glaube aber auch, das ist das, was die Leute eher sehen wollen auf YouTube. Habe ich zumindest das Gefühl. Emmy, danke schön für den Follow. Und Sarah, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? LXB Punisher, dankeschön für den Follow. Genauso auch Dilsuzlia. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Bin Felix, dankeschön für den Follow. Genauso auch Justus. Danke, danke, Leute. Und auch ein großes Dankeschön an die Leute, die hier die ganze Zeit Likes raushauen auf TikTok. Ja. Danke, Leute, für den Support. Richtig am Suchten, das Spiel. Ey, das macht richtig Laune. Zack. Einfach Vanni und Sarah, Dankeschön auch an euch beide für die Follows. Liebe geht raus. Genauso auch an Sam. Danke, danke. Oh, Süßigkeiten müssen wir mal wieder ein Paket nachholen. Ich glaube, im Moment sieht es ganz gut aus. Basmati-Reis kann ich noch nachbestücken. Kann ich nämlich jetzt erstmal gucken, dass ich meine Kartons wieder leer kriege. Wirklich? Ein Kuchen nur? $23,98. 18,30. Drillfacts, moin! Alles gut? 95 Cent. Oh. $10,42 kriegt er zurück. So, Zucker nachbestücken. Ist auch leer. $43,75. $7,94. Und 17 Cent zurück.